Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder auf Blue Frame Video. Heute am Sportplatz, am Kunstrasenplatz hier in Dahl im Hagener Süden, am Kämpchen, findet eine Veranstaltung statt. Und wer diese Veranstaltung hier organisiert und wer was dazu sagen kann, das sind die Menschen, die hier neben mir stehen. Die stellen sich gleich mal kurz vor. Jeder sagt seinen Beitrag dazu. Das von mir aus zu moderieren, wächst mir gerade über den Kopf. Ich bin jetzt wieder hinter der Kamera und die Jungs und Mädels, die schießen jetzt los. Bitteschön. Ja, ein besonderes Highlight wird natürlich die Versteigerung eines Original BVB-Trikots sein. 20 der aktuellen Profis inklusive Haaland und Bellingham haben unterschrieben und wir hoffen natürlich, dass dieses Trikot zum einen einen Liebhaber, eine Liebhaberin findet und zum anderen natürlich auch eine gute Summe in unsere Kasse hineinkommt, die ja den beiden Objekten in Dahl, der Kirche und der Bürgerhalle, zugutekommt. Ja, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Helmut Heuer. Ich bin Vorstand der Fußballabteilung hier beim TSV Dahl. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um Sie zu interessieren für unser Benefizspiel, was am nächsten Samstag, den 30. April, hier um 15 Uhr stattfindet. Mit mir gekommen sind Peter Grindel, unser Geschäftsführer, und Marc Raschewski. Marc ist der Sprecher der alten Herren. Von da kam auch die Idee zu diesem Event und wir werden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele dann auch am Samstag hier zu uns kämen. Das Ganze ist organisiert als ein Benefizspiel zugunsten der evangelischen Kirche hier in Dahl. Frau Pettinghaus als Vorsitzende des Presbyteriums ist hier bei uns und der Bürgerhalle in Dahl. Beide haben ja einen hohen Symbolwert für Dahl und wenn man einfach mal bedenkt, dass damals bei der Flut hier am Platz nur 30 cm gefehlt haben, dann wäre hier alles abgesoffen. Dann sind wir sehr froh und dankbar, dass wir hier verschont geblieben sind. Und deshalb wollen wir eigentlich dann dieses Benefizspiel organisieren, um der flutgeschädigten Kirche und der Bürgerhalle dann eben den Erlös zukommen zu lassen. Mein Name ist Peter Neuhaus. Ich bin der Vorsitzende der Trägergemeinschaft Bürgerhalle Dahl. Und wir sind natürlich sehr dankbar und froh, dass uns immer wieder von allen Seiten zur Renovierung und Aufarbeitung der Halle geholfen worden ist und auch noch geholfen wird. Aus diesem Grund wird ja auch dieses Benefizspiel durchgeführt und dann Teil des Erlöses uns der Bürgerhalle dann zugedacht. Wir wünschen natürlich allen, dass es eine tolle Veranstaltung wird. Vor allen Dingen den Organisatoren, denen wir hiermit sehr dankbar sind und würden uns freuen, wenn natürlich sehr viele an diesem Samstagnachmittag zu uns hier nach Dahl kommen würden und uns damit unterstützen. Wir waren erschlagen von der Hilfsbereitschaft in Dahl. Laut. Am Donnerstag war die Kirche überschwemmt, am Samstag war der Kirchplatz und die Kirche voller Menschen, alle haben angefasst, Schlamm geschaufelt, Bänke geschleppt. Es war eine super Aktion. Überhaupt in Dahl sind sehr viele, von Dahl sind schon sehr viele Spenden eingegangen. Also daran sieht man auch, wie sehr die Dahler an ihrer Kirche hängen. Das freut uns natürlich sehr. Wobei der Gutachter mir vorhin sagte, der Schaden wird weit über 500.000 Euro sein. Das kriegen wir natürlich nicht mit Spenden rein, aber das muss man auch nicht. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie sich das Benefizspiel anschauen, Eintritt zahlen und das ein oder andere Getränk verzehren, damit halt ein bisschen in die Spendenkasse kommt. Ja, dann sage ich noch mal was zu der Idee. Es war unheimlich erfreulich zu sehen, dass während und auch nach der Flutkatastrophe jeder, der hier im Dahler Süden, eben im Hagener Süden, die Möglichkeit hatte zu helfen, auch wirklich geholfen hat und über die Maße auch hinaus. Und wir als Fußballverein haben halt über die Ruhrporthelden und über den Kontakt zu den Ruhrporthelden halt die Möglichkeit, jetzt mit so einem Benefizspiel, auch wenn es jetzt schon ein Jahr her ist, dass diese Flutkatastrophe hier war, haben wir die Möglichkeit, deutlich nochmal zu helfen, nochmal daran zu erinnern und nochmal aufzurufen, wie nötig es ist, auch weiterhin zu spenden und auch zuzusehen, dass hier wieder alles aufgebaut wird. Und dafür bieten wir halt jetzt Plattform, um hier ein wunderbares Ereignis stattfinden zu lassen.
Ja, mein Name ist Peter Grinno, bin der Geschäftsführer vom TSV Dahl und ich habe die freundliche Aufgabe, Ihnen vorzustellen, wer alles an diesem Spiel teilnimmt. Als erstes der Chef der Ruhrpottellen, der Ingo Anderbrügge. Ja, man kennt ihn, Schalke, Dortmund, UEFA Cup Sieger 97. Dann im Torsch mit der Thomas Ernst, der auch zig Stationen hatte, Frankfurt, Stuttgart, Bochum, Lautern. Ralf Balzis, ebenfalls ein bekannter Stürmer von Hamburg, Frankfurt und Osnabrück. Karl Berger, ist glaube ich jetzt Trainer, spielt jetzt Rot-Weiß Essen, Kickers Emden und jetzt aktuell sportlicher Leiter. Jörg Lepinski ist auch ein Organisator der Ruhrpottellen, hat auch bei Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln und Westfalia Herne gespielt. Michael Bemm kennt man auch. Spielte bei VfL Bochum, Rot-Weiß Essen und Union Berlin. Engin Javusaslan spielt bei VfL Bochum 2. Ali Göll hat auch bei Schalke in der Jugend und bei SC Paderborn gespielt. Igor Denisjuk, Magdeburg, Remscheid und Rot-Weiß Essen. Thorsten Sievert, Wattenscheid 09, Westfalia Herne Gütersloh. Christian Schreier, Rot-Weiß Essen. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, VfL Bochum, deutscher Nationalspieler. Und jetzt Reinhard Rauber, Präsident von Borussia Dortmund, deutscher Politiker und Rechtsanwalt. Holger Geißenmeier, Rot-Weiß Oberhausen, 1. FC Köln, Kickers Offenbach. Darius Wosch, auch Nationalspieler gewesen, VfL Bochum, Hertha BSC, Hallischer FC. Und jetzt kommen die auch mitspielen, aber halt keine Fußballer waren. Frank Staffel, Unternehmer aus Recklinghausen, ist auch ein Gründungsmitglied der Ruhrpottellen. Holger Schmies, Unternehmer aus Essen. Christoph Tege, Boxcoach, Autor, Redner und Lehrbeauftragter an Hochschulen. Mirko Bregula, Ex-Basketball-Bundesligaspieler für City Baskets Recklinghausen. Stefan Janke, Unternehmer aus Recklinghausen. Sascha Kusserow, Unternehmer aus Lünen. Gunter Schmidt, Unternehmer aus Bochum. Michael Dörner, Unternehmer aus Oer-Erkenschwick. Alfons Engbert, Unternehmer aus Datteln. Und jetzt kommen auch noch welche, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Ralle Ender, ein Kulthandwerker aus der Produktion von Ab ins Beet und die Beetbrüder. Patte Kufen ist Schauspieler, hat bei den RTL-Versicherungsdetektiven mitgemacht. Und Jürgen Wilski, deutscher Fernsehmoderator und Schlagersänger. Ich glaube, das lohnt sich, dafür hinzukommen. Die Moderation wird durchgeführt von Robin Hirmer von Radio Hagen. Freut mich natürlich auch sehr, dass der sich zur Verfügung gestellt hat und hier uns hier durch die Veranstaltung führt. Ich komme auch noch mal wieder ins Bild. Die filmerische Begleitung ist natürlich Blue Frame Video hier aus dem Hagener Süden. Also Video dazu gibt es auch. Ich werde auch vor Ort sein hier. Es wird schönes Wetter sein. Es kommen sehr viele Superstars hier an. Die sind zum Anfassen ganz nah für euch. Aus Funk und Fernsehen und Fußballplätzen bekannt und deswegen kommt alle hier hin und feiert ein schönes Fest hier, Benefizveranstaltung und dann sehen wir uns wieder auf Blue Frame Video. Macht's gut. Tschüss. Danke sehr. Danke. Wahnsinnig stolz und glücklich, dass dieser Kunstrasen jetzt endlich hier steht. Wir kommen zur offiziellen Einweihung unseres schönen Platzes und ich freue mich sehr, als jemand, der hier groß geworden ist, als jemand, der hier selber ja auch im Verein aktiv gewesen ist, heute hier vor euch stehen zu dürfen und gemeinsam diesen schönen Tag feiern zu können. Beispiel. Oder Ralf Möller, der Gladiator. Oder Toto Halm. Direkt vom Schulpest. All diese Menschen haben sich zusammengefunden für den guten Zweck. Heute wieder hier. Ja, genau. Beispiel. Oder Ralf Möller, der Gladiator. Oder Toto Halm. Direkt vom Schulpest. All diese Menschen haben sich zusammengefunden für den guten Zweck. Heute wieder hier.